Mit einem gemeinsamen Frühstück aller Aussteller beginnen die Stettener Modellbahntage. Alle Teilnehmer werden von Vereinschef Thomas Buschle ganz herzlich begrüßt. Man hat das Gefühl, man ist Gast unter Freunden. Ein tolles Gefühl. Zum 22. Mal finden die Stettener Modellbahntage statt und der Verein feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. Wir, Revolo Zegerli und Trixbahn Rolf, durften dieses Jahr auch wieder mit dabei sein und wir haben uns auf die 50er Jahre konzentriert und auf Eigenbauten. Bis auf die Wuppertaler Schwebebahn sind alle Fahrzeuge auf Märklin-Blechgleisen unterwegs. Das heißt, wir brauchen kein Soundmodul. Wir sind Spielbahner und deswegen war auf unseren Anlagen auch richtig viel Betrieb. Die Modellbahnfreunde Rödental bei Coburg beeindrucken mit dieser herausragenden Landschaftsgestaltung. Lange Züge sind unterwegs auf langen Strecken. Die Anlage hat eigentlich keinen Namen, drücken wir so aus. Wir haben sie jetzt Flusstal genannt. Es spiegelt praktisch so eine Fantasielandschaft, die man am Main, am Rhein oder an der Mosel vorfindet. Wir haben also eine reine Fahrstrecke gebaut, die eben sich den Flussmündungen anschmiegt. 12 Meter lang, die Baugröße ist H0. Hinten haben wir einen 10-gleisigen Schattenbahnhof, da können wir die Züge durchtauschen. 5 in jede Fahrtrichtung, von Güterzug bis Personenzug, alles dabei. Die Besucher sind sehr begeistert von der Anlage, weil einfach mal ein Zug fährt, ohne anzuhalten. Man kann die ganze Strecke lang mit abgehen und dann verschwindet er wieder im Tunnel. Also sind eigentlich auch begeistert von der Landschaft, von der Detaillierung, die wir gemacht haben. Also alles sehr zufrieden. Glückliche Zuschauer. Ja. Und davon gab es viele an den beiden Ausstellungstagen. Das Angebot an unterschiedlichen Anlagen war wieder ganz herausragend. Deshalb gibt es auf diesem Kanal noch 6 weitere Anlagenporträts, die in diesem Film gar keinen Platz mehr gehabt hätten. Und nun geht es weiter mit einer Brücke in den Bayerischen Alpen, dem Weißbach-Viadukt. Das Weißbach-Viadukt ist das einzigste imposante Bauwerk in der Strecke vom Berchtesgaden nach Bad Reichenhall. Dies habe ich halt, soweit es ging, nachgebildet. Alles andere von dieser Anlage der Fantasie entsprungen. Und realisiert im Maßstab 1:160. Die Prämisse war halt gewesen, viel Landschaft und wenig Eisenbahn. Und ich denke, das ist mal relativ gut gelungen. Die Eisenbahn, also sprich, da sind, ich versuche so weit es geht, Originalzugbildungen nachzubilden. Meinetwegen den Intercity 511 war ja der einzigste Intercity, der zwischen Freilassing und Berchtesgaden gefahren ist. Wunderbarer Kurzzug eigentlich für den Modellbahner, nahezu prädestiniert, dass man sowas nachbaut oder nachstellt, besser gesagt. Und auch sonst der klassische Nahverkehrszug mit der E44-5 und den Eilzugwagen sind hier auf dieser Anlage nachgestellt. Und das sieht soweit ganz gut aus. Dem kann man uneingeschränkt zustimmen. Und jetzt machen wir einen Sprung hinüber nach Österreich. Diese österreichische Mini-Anlage war gebaut in 2008 bei uns in Belgien, Sint-Niklaas. Ich bin von Belgien. Das war wegen einem Wettbewerb vom Modellsport-Magazin. Und die Aufgabe war, eine Mini-Anlage zu bauen auf einer Oberfläche von 3/4 Quadratmeter. Auch auf kleiner Fläche können große Dinge entstehen. Anfangs wollte ich lieber RAB bauen, aber das gibt zu wenig Platz. Und ich hatte noch diese H0E-Fahrzeuge zur Verfügung. Und dann hatte ich diesmal probiert. Also sehr einfach, ein Gleisoval mit 2 Ausweichmöglichkeiten im Bahnhof und im Schattenbahnhof hinten. Und dann hatte ich davon etwas Österreichisch gemacht. Eine richtig gute Idee. Und nun sind wir im Donautal unterwegs. Auf der Spur N-Anlage des gastgebenden MEC Stetten. An dieser Stelle möchten wir uns beim
MEC Stetten ganz, ganz herzlich bedanken für die Einladung, für die Aufnahme und für die wirklich gelungene Veranstaltung. Wir kommen gern wieder und im kommenden Jahr ist der 6. Januar, also der Feiertag, ein Montag. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, die Veranstaltung über 3 Tage laufen zu lassen. Aber das ist noch Zukunftsmusik.